Something is going to happen, baby. Promise. Nothing you don't deserve. Mom, let go of me. Mom, let go. Maxine. Stranger Things war ein Mega-Erfolg für Netflix, die zweiterfolgreichste Serie nach Squid Game. Doch auch nach dem Staffelfinale mit zwei überlangen Folgen sind noch viele Fragen offen. Was war denn nun der Plan des Oberbösewichts Wegner und was bedeutet das für die fünfte Staffel? Falls ihr euch im Upside Down verlaufen habt, keine Sorge, in diesem Video öffnen wir euch das Tor zurück. Das geht logischerweise nicht ohne Spoiler, ihr seid gewarnt. Im Finale der vierten Staffel steht mal wieder das Schicksal der Kleinstadt Hawkins auf dem Spiel. Bösewicht Wegner will durch vier Morde vier Tore öffnen, die sich zu einem großen Portal verbinden würden. I want you to tell her everything you see. Drei Morde hat Wegner schon begangen, unseren Heldinnen und Helden läuft also die Zeit davon. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, hat sich Wegner ausgerechnet Max als viertes Opfer ausgesucht. Doch zum Glück wissen Dustin und Co. mittlerweile, Wegner ist im Upside Down völlig wehrlos, während er seine Opfer telepathisch heimsucht. Allerdings wird er von einem Schwarm Demobats bewacht, es braucht also einen Plan. Unsere Heldinnen und Helden bringen sich in der 9. Folge in Stellung. Ihr Plan besteht aus 4 Phasen. In Phase 1 werden Max, Lucas und Erica im alten Creel-Haus abgesetzt. Wir erinnern uns, im Upside Down Pendant dazu hat Wegner sein Lager aufgeschlagen. Der perfekte Ort also, um ihn in Phase 2 eine Falle zu stellen. Max wird freiwillig den Lockvogel spielen. Lucas wird auf sie aufpassen und sie zur Not mit ihrem Lieblingssong Running Up That Hill von Kate Bush zurückholen. Außerdem wird Lucas an Erica signalisieren, dass Wegner Besitz von Max ergriffen hat. Die wiederum wird die Information an die restlichen Teammitglieder weitergeben, die sich mittlerweile im Upside Down aufhalten. In Phase 3 locken Eddie und Dustin die Demobats weg. Are you ready for the most metal concert in the history of the world? Is that a rhetorical question? Let's do it. Phase 4, der Rest des Teams, Nancy, Steve und Robin, werden Wegner den Garaus machen. Das Team bekommt sogar unverhofft Unterstützung von Eleven. Die wurde zuvor von Mike, Will, Jonathan und Argyle aufgegabelt. Telepathisch stellt sich Eleven dem Oberbösewicht. Soweit so gut, doch natürlich läuft nicht alles glatt. Erica wird von einem misstrauischen Hawkins-Bewohner an die Basketballer um Jason verpfiffen. Bei der anschließenden Prügelei wird der Walkman mit Max' Lieblingssong zertreten. Dafür funktioniert das Ablenkungsmanöver so gut wie erhofft. Eddie darf den Metallica-Klassiker Master of Puppets auf seinem Gitarrenbrett schreddern. Eine Szene, bei dem jedem Metal-Fan das Herz aufgeht. Als letzte Heldentat opfert er sich, um die Demobats noch weiter wegzulocken. Nancy, Steve und Robin schaffen es schließlich zu Wegner und heizen dem Oberfiesling ordentlich ein. Doch sie kommen scheinbar zu spät, Wegner kann sich irgendwie retten, das vierte Tor öffnet sich und Hawkins wird von riesigen Rissen durchpflügt. But this is only the beginning of the end. Das wahre Ausmaß der Katastrophe zeigt sich erst 2 Tage später. Mindestens 22 Menschen sind tot, darunter Eddie und der Basketball-Bully Jason. Und Will bestätigt das, was wir schon befürchtet hatten, Wegner hat überlebt. Now that I'm here in Hawkins, I can feel him. Den finalen Paukenschlag hat sich der Oberbösewicht aber für Elevens Ankunft in Hawkins aufgehoben. Es beginnt Upside-Down-Partikel zu schneien. Die verrotteten Blumen und die roten Blitze beweisen es. Die Risse sind ein Portal, durch das sich das Upside-Down jetzt in Hawkins ausbreitet.
Der erste Bösewicht in Stranger Things, der Demogorgon, war noch ein simples Monster ohne große Figurenzeichnung. Doch Wegner hat da mehr zu bieten. Das liegt nicht nur am Kostüm, für das Darsteller Jamie Campbell-Bauer über 7 Stunden lang hineingearbeitet wurde, auch die Hintergrundgeschichte ist komplexer. Hinter Wegner steckt mehr als gedacht. So ist er nicht nur in Wirklichkeit der soziopathische und psychokinetisch begabte Henry Creel. Außerdem wurde im Finale enthüllt, dass Wegner den Mindflayer erschaffen hat. I saw a means to realize my potential. Von Eleven ins Upside Down geworfen, entdeckte er dort die mysteriösen Schattenpartikel, die wir auch im russischen Labor gesehen haben. Aus diesen Partikeln formte Wegner den Mindflayer und verbreitete sie dann über das Upside Down. Diese Partikel sind scheinbar auch die Schimmelsporen, die sich am Ende von Staffel 4 über Hawkins ausbreiten. Von Anfang an war Wegner also der wahre Bösewicht von Stranger Things. Ein Retcon oder immer schon beabsichtigt? Nun, in einem Interview behaupten die Showrunner Matt und Ross Duffer, den Twist bereits seit der Staffel 1 zu kennen. Dort schickte Wegner noch einen einzelnen Demogorgon, um ein Portal ins Upside Down zu öffnen. In Staffel 2 dann die Demodogs und in Staffel 3 schließlich eine physische Manifestation des Mindflayers. Warum sich Wegner nicht gleich selbst nach Hawkins aufgemacht hat? Vielleicht war die Verbindung zwischen den beiden Dimensionen noch nicht stabil genug. Oder er hatte schlicht zu viel Respekt vor Eleven. Offensichtlich zu Recht, denn jedes Mal wurden Wegners Versuche von ihr und ihren Freundinnen und Freunden vereitelt. Allerdings fühlte Wegner, dass die Grenze zwischen Hawkins und dem Upside Down mit jedem Mord immer schwächer wurde. 4 weitere Morde und die beiden Dimensionen würden endgültig miteinander verschmelzen. Und das hat Wegner geschafft. Max war 1 Minute lang klinisch tot, dadurch öffnete sich das 4. Tor und gewaltige Risse in Hawkins. Ursprünglich hatten die Duffer-Brüder sogar angedacht, dass Max wirklich sterben sollte. Letztlich wurde sie aber von Eleven wieder zum Leben erweckt. Wie genau, ist unklar. Möglich, dass Eleven ganz bewusst die positiven Erinnerungen an ihre Freundin als Gegenstück zu den negativen nutzte und dadurch Wegners Fluch rückgängig machen konnte. Jetzt, mit der stehenden Verbindung, kann Wegner die Welt erobern und sie nach seinem Willen formen. Die Ironie der Geschichte: Wegner macht jetzt genau das, was er zuvor der Menschheit vorgeworfen hat. Do you always have to be filming everything? No, no. Just the good stuff. Bisher endete jede der 3 Staffeln von Stranger Things mit einer Art Happy End. Der Endboss war besiegt und die Heldinnen und Helden konnten in ihren Alltag zurückkehren. Hier unterscheidet sich Staffel 4 deutlich. Zwar gab es auch schon zuvor Teaser, die auf eine weitere Staffel hinwiesen, doch noch nie war ein Cliffhanger so deutlich. Das Ende von Staffel 4 soll in uns ein Gefühl der Vorfreude auf das kommende Abenteuer erzeugen. Kein Wunder, dass die letzte Einstellung eine Reminiszenz an das Schlussbild aus Das Imperium schlägt zurück ist. Wie geht es jetzt weiter? Eine 5. Staffel wurde von Netflix bereits bestätigt, in der die Staffel von Hawkins zu Ende erzählt wird. Die Duffer-Brüder haben angekündigt, dass sie ab August am Skript zur letzten Staffel arbeiten werden. Hopper-Darsteller David Harbour glaubt, dass die Dreharbeiten nächstes Jahr beginnen werden. Die 5. Staffel könnte also im Sommer 2024 erscheinen. Zu Beginn dieser Staffel wird es wohl einen Zeitsprung geben müssen, schließlich bleibt die Zeit für die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht stehen. Allerdings haben die Duffer-Brüder versprochen, dass es gleich zu Beginn richtig losgeht, sowie in die Rückkehr der Jedi-Ritter. Die Folgen sollen dadurch auch nicht wieder so lang werden wie in der 4. Staffel. Mal sehen, wie die Duffer-Brüder das hinbekommen werden. Wer in der 5. Staffel definitiv nicht mitspielen wird: Dr. Brenner und Eddie. Brenners Leben sind also endgültig aufgebraucht und Eddie schreibt die Tradition von liebenswürdigen Figuren fort, die nur 1 Staffel lang überleben. It's force conforming. That's what's killing the kids! Max wird aber auf jeden Fall wieder dabei sein. Noch ist aber unklar, wann sie aus ihrem Koma erwachen und ob sie dauerhafte Schäden davontragen wird. Zur Erinnerung: Als sich Eleven im Krankenhaus mit Max Bewusstsein verbindet, findet sie dort nichts. Wir können also nicht damit rechnen, dass Max sofort wieder beim Kampf gegen Wegner mitmacht. Und es gibt noch mehr offene Fragen.
Welche Rolle wird zum Beispiel Will spielen? Er wurde als erstes ins Upside Down entführt und hat scheinbar immer noch eine Verbindung zum Mind Flayer, wie uns das Finale verrät. Vielleicht kann er in der fünften Staffel endlich Rache nehmen und seinen Frieden finden? Ebenfalls unklar, wird 8 aus der zweiten Staffel zurückkehren? Ist das Militär immer noch hinter 11 her? Und wie weit wird sich das Upside Down in unserer Welt ausbreiten? Klar ist nur, die Duffer-Brüder haben einen Plan. Wie der aussieht, darauf müssen wir uns leider noch gedulden. Neben einer fünften Staffel wird außerdem eine Spin-off-Serie produziert, die aber nicht von den Duffer-Brüdern umgesetzt wird. Außerdem soll es ein Theaterstück geben, das in der Welt von Stranger Things spielen wird. Die fünfte Staffel wird zwar die letzte sein, Stranger Things-Fans können sich also trotzdem auf Nachschub in der Zukunft freuen. Jetzt will ich aber erst einmal wissen, wie euch die vierte Staffel gefallen hat und was ihr euch von der fünften Staffel erhofft. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Bis zum nächsten Mal.